Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Redstone Mall mit mir, dem Charlie. Im vergangenen Part haben wir eine Maschinerie für unseren Blumenladen gebaut, und zwar einen Straußomat. Falls ihr gerne wissen wollt, was ein Straußomat ist, schaut gerne die letzte Folge an. Ihr seht hier, ich habe hier eine riesengroße schwarze Wand mit keinem Durchgang hin platziert. Das hat auch folgenden Grund, da ich den Straußomat bereits hier eingebaut habe und ich habe mich ein bisschen in der Innenarchitektur versucht. Da könnt ihr nächste Folge gespannt sein und unsere heutige Aufgabe wird sein, eine Kasse hier zu bauen, weil mir ist aufgefallen, wir bieten in beiden Läden Ware an, unsere Dienstleistung, aber wir haben nirgends eine Kasse. Im nächsten Part werden wir hier mit der Kasse anfangen und diesen Part machen wir hier, fangen wir mit dieser Kasse an. Das wird interessant, weil wir zwei komplett verschiedene Kassensysteme bauen werden. Jetzt aber zum Einkaufsladen. Wir haben hier unsere schönen Vitrinen, können hier uns einen Bestellzettel holen, 16 mal Kekse. Und jetzt soll hier Folgendes passieren. Ein Item. Hier geht es ja um Items, genau. Das Paper wird in eine Kiste gelegt und ein Emerald wird dafür in eine andere Kiste gelegt. Jetzt muss der Automat erkennen, aha, ein Zettel wurde eingelagert, jetzt brauche ich auch ein Emerald. Und dann soll es die Menge, die hier drauf steht, ausgeben. Also 16 Kekse. Jetzt müssen wir dann uns eine Technik überlegen. Ich tue das hier mal kurz zurück ins System rein. Jetzt müssen wir uns eine Technik überlegen, die erkennt, wie viele Items ausgespuckt wurden und dann den Ausspuckvorgang stoppt. Also, dass genau diese 16 Kekse ausgespuckt werden. So, dazu holen wir jetzt mal das Redstone Equipment mit unserem allseits beliebten Zaubertrick. Genau, und jetzt überlegen wir mal. Das hier ist ein Dropper. Der Dropper hat hier zum Beispiel Ware in sich. Dann hat er hier eine Glock, die angeht, sobald man hier ein Redstone-Signal raufgibt. Wie zum Beispiel durch eine Fackel. Genau. So, jetzt muss er jedoch erkennen, dass ein paar Items ausgespuckt wurden. Das können wir damit erreichen, indem wir hier nochmal ein Output nehmen, weil dann immer wenn der was ausspuckt, aktiviert er sich. Und dann müssen wir jetzt eine Technik entwickeln, die Items zählen kann. So, jetzt müssen wir uns was überlegen. An sich, wir haben ja bereits ein Zählwerk hier hinten, ein Timer-Zählwerk. Ob wir das nicht irgendwie umbauen können. Wir haben hier also das Redstone-Signal. Hier, dann haben wir hier vielleicht ein Signalverkürzer. Ich baue das jetzt einfach hier mal ein bisschen frei nach Schnauze. So. Das Signalverkürzer. Dann haben wir hier das da, dann haben wir hier Trichter, die aneinander schauen. Dieser Trichter ist jetzt disabled. Ich mache das hier mal mit 3 Items. Also sprich, man bekommt 3 Items, wenn man was einzahlt. So. Der Trichter müsste ja jetzt dann auch disabled werden. Und der soll sich erst entdisablen, wenn hier keine Items mehr drin sind. Weil wenn hier keine Items mehr drin sind, soll der sich wieder enablen, dass der die Items zurückgibt. Das ist jetzt allerdings ungeschickt gemacht, weil sobald das eine Item ja hier dann reinflutscht, ist ja dann wieder rum. Nee, wartet mal, nee. Erst wenn hier keine Items mehr drin sind, genau. Nee. Doch, oh, wartet mal, dann muss man es ein bisschen anders machen. Also wenn hier Items drin sind und hier keine mehr drin sind. So, nein, das wird auch nichts. Jetzt müssen wir überlegen.
So, das zählt jetzt hier schon mal rüber. Das heißt, die Items kommen hier rein. Und sobald der dann eigentlich leer ist, also komplett leer, soll Folgendes passieren. Das hier soll stoppen. Dazu holen wir uns kurz ein RAM. Da könnten wir jetzt auch... dann müsste ich jetzt mal schauen. Am besten wir nehmen folgendes RAM. So, jetzt brauche ich einen Observer. Und den setzen wir dann hier hin. Und dann immer, wenn der sich jetzt aktiviert, wird der Block nach vorne geschoben. Und wenn er dann nochmal bebaut wird, schiebt der Block sich zurück. Und dann hat sich das. So, jetzt können wir sehen, es wurden bereits zwei rübergeschoben. Also wir können schon mal sicher sein, das funktioniert. Jetzt müssen wir bloß noch uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Wartet mal, ich verlege das hier mal ein bisschen. So. Zack. Und jetzt können wir hier einmal ein Stromsignal reinjagen. Und hier ein Stromsignal reinjagen. So, zack, zack, zack. Das zu überprüfen, dass es genau gleich viel Zettel wie Emeralds sind, das ist nochmal eine andere Schaltung. Also wir haben hier verschiedene Arten von Schaltungen, die wir bauen müssen. Okay, solange hier was drin ist, soll nichts passieren. Aber wenn hier nichts mehr drin ist, soll das ausgehen. Okay, dann testen wir das mal. Ich hole mir kurz einen Button. 1, 2, 3. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass 5, ne, 8 getroppt. Was? Es wurden 8 getroppt. Ansonsten müssen wir die Glock ein bisschen verlangsamen. Ich, okay, jetzt ist der praktisch aus. Okay, wartet mal, ich setze das hier mal noch kurz zurück. Das ist jetzt ein bisschen eine Spielerei. Jetzt habe ich wieder 6 oder so. Dann verlangsamen wir doch einfach mal an dieser Stelle hier die Glock. Ah, jetzt haben wir wieder das hier. Wartet mal, ich setze mal kurz ein Ende, indem ich hier kurz noch meinen Signalverkürzer reinhaue. Ansonsten regt mich das auf, wenn ich das jedes Mal neu hinrichten muss. 2, 3. Okay, jetzt hat es gar nicht mehr aufgehört. Klasse. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ich setze das hier jetzt allererstes mal wieder zurück. So, jedes Mal, wenn hier ein Item ausgespuckt wird, gibt es hier so ein Signal, dann gibt es sowas hier, aber viel zu langsam. Jetzt müssen wir uns etwas überlegen. Ich glaube, vielleicht nehmen wir was anderes wie Trichter. Vielleicht versuchen wir das mal mit Droppern. So. Also die können ja auch zwischen den hierher switchen. Okay, dann ist es hier so, sobald hier ich tue hier erstmal die 3 rein. Sobald hier nichts mehr drin ist, muss das hier enabled werden. Das heißt, das hier muss ausgehen. Und jetzt testen wir das einfach mal kurz. Okay, jetzt passiert erst gar nichts. Okay, jetzt habe ich irgendeinen Bockmist verzettelt. Also ihr seht, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Gut, weil jetzt müssen wir überlegen.
Warum ging das hier gerade? Ach ja. Ihr kennt ja das Spielchen von hier unten. Das Signal sagt, jo, leitet das weiter an den und der spuckt das dann wieder zurück. Ja. Yippie, das macht uns so viel Freude, dass wir noch mehr Probleme haben. Okay, das können wir aber ganz leicht beheben, indem wir hier einfach einen Block hinsetzen, dann uns wieder einen Dropper beschaffen, dann hier das hier machen und dann haben wir das hier, dann brauchen wir das ja eigentlich gar nicht mehr. Doch, nee, ich rede gerade ein bisschen, ja, bin gerade nicht ganz nachgedacht. Ich muss ja hier noch den Dropper hinbasteln, den dann hier so hinsetzen, den hier ran, hier rein. So, und das hier wieder hier hin. So, okay. Ja, okay. Dann ist es jetzt so, sobald das hier aus ist, sollte sich so das hier. So sollte sich das hier dann aktivieren. Setzen wir hier den Kolben hin, den Redstone-Block hin und jetzt wurden plus 2 ausgespuckt. Interessant. Mal, ich stopp das hier mal. Hier haben wir zurzeit keine Items drin. Okay, dann machen wir 1, 2, 3. So, jetzt sollten ja eigentlich 3 Items ausgespuckt werden. 1. Okay, jetzt wurden 4 ausgespuckt. Wenn ich dann jetzt allerdings hier 2 reingebe. Und das Ganze dann jetzt aktiviere. Dann erhalten wir 3. So, was mache ich jetzt aber mit den Items, die nur einmal ausgespuckt werden sollen? Ja, nee, das müsste. Wartet mal. Genau, jetzt spuckt er 2 aus. Okay. Aber wenn ich jetzt hier gar nichts reinmache, dann spuckt er bloß. Dann hört er nicht mehr auf. Klasse. Nee, Leute, bei denen, wo er nur eins ausspucken soll, ist es ja eigentlich ganz easy. Dann brauchen wir diese Technik ja gar nicht. Ja gut, dann haben wir in diesem Part eine Ausspucktechnik für die Items gebaut. Im nächsten Part fangen wir, wie gesagt, dann dort drüben an. Und im übernächsten geht es dann hier weiter, dann haben wir hier diese Technik gebaut. Und ja. Dann lasse ich die hier mal stehen. Werf das Redstone weg und sag ciao Leute, bis zum nächsten Part. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Redstone Mall mit mir, dem Charlie. Im vergangenen Part haben wir eine Maschinerie für unseren Blumenladen gebaut, und zwar einen Straußomat. Falls ihr gerne wissen wollt, was ein Straußomat ist, schaut gerne die letzte Folge an. Ihr seht hier, ich habe hier eine riesengroße schwarze Wand mit keinem Durchgang hin platziert. Das hat auch folgenden Grund. Da ich den Straußomat bereits hier eingebaut habe und ich habe mich ein bisschen in der Innenarchitektur versucht. Da könnt ihr in der nächsten Folge gespannt sein. Und unsere heutige Aufgabe wird sein, eine Kasse hier zu bauen. Weil mir ist aufgefallen, wir bieten in beiden Läden Ware an, unsere Dienstleistung, aber wir haben nirgends eine Kasse. Im nächsten Part werden wir hier mit der Kasse anfangen.
Und diesen Part machen wir hier, diese Ka fangen hier mit, wir mit dieser Kasse an. Das wird interessant, weil wir zwei komplett verschiedene Kassensysteme bauen werden. Jetzt aber zum Einkaufsladen. Wir haben hier unsere schönen Vitrinen, können hier uns einen Bestellzettel holen, 16 mal Kekse. Und jetzt soll hier Folgendes passieren. Ein Item, also genau ein Item. Hier geht es ja um Items, genau. Das Paper wird in eine Kiste gelegt und ein Emerald wird dafür in eine andere Kiste gelegt. Jetzt muss der Automat erkennen, aha, ein Zettel wurde eingelagert, jetzt brauche ich auch ein Emerald. Und dann soll es die Menge, die hier drauf steht, ausgeben. Also 16 Kekse. Jetzt müssen wir dann uns eine Technik überlegen. Ich tue das hier mal kurz zurück ins System rein. Jetzt müssen wir uns eine Technik überlegen, die erkennt, wie viele Items ausgespuckt wurden und dann den Ausspuckvorgang stoppt. Also, dass genau diese 16 Kekse ausgespuckt werden. So, dazu holen wir jetzt mal das Redstone Equipment mit unserem allseits beliebten Zaubertrick. Genau, und jetzt überlegen wir mal. Das hier ist ein Dropper. Der Dropper hat hier zum Beispiel Ware in sich. Dann hat er hier eine Clock, die angeht, sobald man hier ein Redstone-Signal raufgibt, wie zum Beispiel durch eine Fackel. Genau. So, jetzt muss er jedoch erkennen, dass ein paar Items ausgespuckt wurden. Das können wir damit erreichen, indem wir hier indem wir hier nochmal ein Output nehmen, weil dann immer wenn der was ausspuckt, aktiviert er sich. Und dann müssen wir jetzt eine Technik entwickeln, die Items zählen kann. So, jetzt müssen wir uns was überlegen. An sich, wir haben ja bereits ein Zählwerk hier hinten, ein Timer-Zählwerk. Ob wir das nicht irgendwie umbauen können. Wir haben hier also das Redstone-Signal. Hier, dann haben wir hier vielleicht ein Signalverkürzer. Ich baue das jetzt einfach hier mal ein bisschen frei nach Schnauze. So. Der Signalverkürzer. Dann haben wir hier das da, dann haben wir hier Trichter, die aneinander schauen. Dieser Trichter ist jetzt disabled. Ich mache das hier mal mit drei Items. Also sprich, man bekommt drei Items, wenn man was einzahlt. So. Der Trichter müsste ja jetzt dann auch disabled werden. Und der soll sich erst entdisablen, wenn hier keine Items mehr drin sind. Weil wenn hier keine Items mehr drin sind, soll der sich wieder enablen, dass der die Items zurückgibt. Das ist jetzt allerdings ungeschickt gemacht, weil sobald das eine Item ja hier dann reinflutscht, ist ja dann wieder rum. Nee, wartet mal, nee. Erst wenn hier keine Items mehr drin sind, genau. Nee. Doch, oh. Wartet mal, dann muss man es ein bisschen anders machen. Also wenn hier Items drin sind und hier keine mehr drin sind. So. Nein, das wird auch nichts. Jetzt müssen wir überlegen. So, das zählt jetzt hier schon mal rüber. Das heißt, die Items kommen hier rein. Und sobald der dann eigentlich leer ist, also komplett leer, soll Folgendes passieren. Das hier soll stoppen. Dazu holen wir uns kurz ein RAM. Da könnten wir jetzt auch, dann müsste ich jetzt mal schauen. Am besten wir nehmen folgendes RAM. So, jetzt brauche ich einen Observer und den setzen wir dann hier hin und dann immer, wenn
der sich jetzt aktiviert, wird der Block nach vorne geschoben. Und wenn er dann nochmal bebaut wird, schiebt der Block sich zurück. Und dann hat sich das. So, jetzt können wir sehen, es wurden bereits zwei rübergeschoben. Also, wir können schon mal sicher sein, das funktioniert. Jetzt müssen wir bloß noch uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Wartet mal, ich verlege das hier mal ein bisschen. So. Zack. Und jetzt können wir hier einmal ein Stromsignal reinjagen. Und hier ein Stromsignal reinjagen. So, zack, zack, zack. Das zu überprüfen, dass es genau gleich viel Zettel wie Emerald sind, das ist nochmal eine andere Schaltung. Also wir haben hier verschiedene Arten von Schaltungen, die wir bauen müssen. Okay, solange hier was drin ist, soll nichts passieren. Aber wenn hier nichts mehr drin ist, soll das ausgehen. Okay, dann testen wir das mal. Ich hole mir kurz einen Button. 1, 2, 3. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass 8 getroppt. Was? Es wurden 8 getroppt. Ansonsten müssen wir die Glock ein bisschen verlangsamen. Okay, jetzt ist der praktisch aus. Okay, wartet mal, ich setze das hier mal noch kurz zurück. Das ist jetzt ein bisschen eine Spielerei. Jetzt habe ich wieder 6 oder so. Dann verlangsamen wir doch einfach mal an dieser Stelle hier die Glock. Ah, jetzt haben wir wieder das hier. Wartet mal, ich setze mal kurz ein Ende, indem ich hier kurz noch mal einen Signalverkürzer reinhaue. Ansonsten regt mich das auf, wenn ich das jedes Mal neu hinrichten muss. 2, 3. Okay, jetzt hat es gar nicht mehr aufgehört. Klasse. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Ich setze das hier jetzt allererstes mal wieder zurück. So, jedes Mal, wenn hier ein Item ausgespuckt wird, gibt es hier so ein Signal, dann gibt es sowas hier, aber viel zu langsam. Jetzt müssen wir uns etwas überlegen. Ich glaube, vielleicht nehmen wir was anderes wie Trichter. Vielleicht versuchen wir das mal mit Droppern. So, also die können ja auch zwischen den hierher switchen. Okay, dann ist es hier so, sobald hier ich tue hier erstmal die 3 rein. Sobald hier nichts mehr drin ist, muss das hier enabled werden. Das heißt, das hier muss ausgehen. Und jetzt testen wir das einfach mal kurz. Okay, jetzt passiert erst gar nichts. Okay, jetzt habe ich irgendeinen Bockmist verzettelt. Also ihr seht, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Gut, weil jetzt müssen wir überlegen. Warum ging das hier gerade? Ach ja. Ihr kennt ja das Spielchen von hier unten. Das Signal sagt, jo, leitet das weiter an den und der spuckt das dann wieder zurück. Ja. Yippie, das macht uns so viel Freude, dass wir noch mehr Probleme haben. Okay, das können wir aber ganz leicht beheben, indem wir hier einfach einen Block hinsetzen, dann uns wieder einen Dropper schaffen, dann hier das hier machen. Und dann haben wir das hier, dann brauchen wir das ja eigentlich gar nicht mehr. Ich rede gerade ein bisschen,
Und gerade nicht ganz nachgedacht. Ich muss ja hier noch den Dropper hinbasteln, den dann hier so hinsetzen. Den hier ran, hier rein. So, und das hier wieder hier hin. So, okay. Ja, okay. Dann ist es jetzt so, sobald das hier aus ist, sollte sich so das hier. So sollte sich das hier dann aktivieren. Genau. Okay. Cut. So, okay. Eigentlich muss. Und Action. So, okay, ich muss hier kurz einen kleinen Cut setzen, weil ich weg musste. So. Setzen wir hier den Kolben hin. Den Redstone Block hin und. Jetzt wurden plus 2 ausgespuckt. Interessant. Warte mal, ich stopp das hier mal. Hier haben wir zurzeit keine Items drin. Okay, dann machen wir 1, 2, 3. So, und jetzt sollten ja eigentlich 3 Items ausgespuckt werden. 1. Okay, jetzt wurden 4 ausgespuckt. Wenn ich dann jetzt allerdings hier 2 reingebe. Und das Ganze dann jetzt aktiviere. Dann erhalten wir 3. So, was mache ich jetzt aber mit den Items, die nur einmal ausgespuckt werden sollen? Ja, nee, das müsste. Wartet mal. Genau, aber jetzt spuckt er 2 aus. Okay. Aber wenn ich jetzt hier gar nichts reinmache, dann spuckt er bloß. Dann hört er nicht mehr auf. Klasse. Nee, Leute. Bei denen, wo er nur 1 ausspucken soll, ist es ja eigentlich ganz easy. Dann brauchen wir diese Technik ja gar nicht. Ja, gut. Dann haben wir in diesem Part eine Ausspucktechnik für die Items gebaut. Im nächsten Part fangen wir, wie gesagt, dann dort drüben an. Und im übernächsten geht es dann hier weiter. Dann haben wir hier diese Technik gebaut. Und ja. Dann lasse ich die hier mal stehen. Werf das Redstone weg. Und sag ciao, Leute. Bis zum nächsten Part.